Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. Ich habe wieder einen Arsch voll Informationen für euch. Es ist wirklich eine Menge. Das Video wird ein bisschen länger gehen. Man kann es als ein XXL Leak Update Video sehen. Ich musste mir sogar ein Inhaltsverzeichnis zusammenbasteln, damit ich euch jetzt schon mal teasern kann, um was es geht. Es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Es geht um Probleme mit dem aktuellen Patch, der mit dem Kurstig Event kam. Arena-Modus in Verbindung mit einem Ranked Modus, mega interessant. Es wird in Zukunft oder Mitte April Teaser für den Rank-Modus geben. Es kommen in Season 8 noch 4 weitere Events. Das eine kürzer als das andere wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Versteckte Nerfs für Bangalore, Gibraltar. Gibraltar sehe ich weniger als Nerf, eher als ein Gimmick für alle anderen, die Gibby bekämpfen müssen, und auch einen kleinen Nerf für Kurstig. Mirage Edition gibt es Bilder, habe ich für euch für Season 9. Es habe ich jetzt gerade, bevor ich das Video gestartet habe oder jetzt anfangen wollte, noch ein Leak für eine eventuell neue Waffe, neue Legende, Voice Lines. Wer Bock auf Ashe oder Blisk hat, eventuell wird es eine der nächsten Legenden in Season 9 werden. Und ich habe für den Arena-Modus in Verbindung Voice Lines, die zeige ich euch ganz zum Schluss, ist sehr interessant, und Ground Emotes. Wir fangen jetzt einfach mal an, dazu muss ich aber das Bild hierher wechseln. Wir fangen einfach mal damit an, mich haben viele Nachrichten kurz nach Release vom Patch erreicht. Viele kommen nicht ins Spiel, haben Probleme, Soundbugs ohne Ende, sehr, sehr laute Soundprobleme. Respawn ist an einem Bugfix oder an einem Fix-Patch dran, so rum. Der soll aber erst nächste Woche Montag kommen, das dauert also noch eine Weile. Ihr kennt wahrscheinlich nicht die nervigen Geräusche, als würde eine Tür auf und zu gehen, diese Schiebetüren. Das ist, wenn jemand in diesen Fackeln, in dieser Zone immer hin und her läuft. Also einmal raus aus der Zone, wieder rein in die Zone. Mega nerviger Bug. Und es gibt einen Connection Bug. Den zeige ich euch. Der ist mir beim allerersten Mal starten selber passiert. Sollte euch genau das zustoßen, gebe ich euch den Rat. Startet das Spiel neu, das ist ganz wichtig, neu starten, Server wechseln, versucht nicht wieder zu bestätigen, sondern ihr müsst erst auf Server wechseln klicken, sucht euch einen anderen Server aus, am besten geht Belgien, wie ich denke, ich habe keine anderen Server probiert, Belgien 1, diese Google Server, wenn du da drauf gehst, kannst du dann bestätigen und es sollte funktionieren, sollte es nicht funktionieren, Spiel nochmal neu starten, vielleicht denselben Server nochmal probieren und ansonsten einfach andere probieren, das ist jetzt die einzige Lösung, die ich kenne, gehen wir direkt jetzt weiter. Wir sind schon im Trainingsgelände. Das hat mit dem Arena-Modus zu tun. Wir fangen aber erstmal mit einigen anderen Bildern an. Und zwar ist wirklich das größte Thema der Arena-Modus. Und ich habe für die kommenden Events, eins dieser Events ähnelt dem Gran Soiree-Event mit 7 verschiedenen Modis in 2 Wochen. Mega interessant. Ich habe sämtliche Beschreibungen übersetzt für euch, was die einzelnen Modis bedeuten und was da wohl passiert. Und was wollte ich noch sagen? Arena-Modus Season 9, wie gesagt, wir werden im Laufe des Aprils eine Menge Ingame-Teaser zum Arena-Modus bekommen. Und dort spielt auch Ashe eine übergeordnete Rolle. Und was mich daran denken lässt oder mir relativ sicher ist, dass Ashe tatsächlich auch die nächste Legende. Blisk hat auch ein bisschen was damit zu tun, darauf kommen wir gleich. Shrugtoll hat gestern gepostet. Es sieht so aus, als würde der Arena-Modus in Season 9 kommen. Und jetzt kommt nämlich der absolute Oberknaller mit einer Ranked-Variante. Achso, was ich noch anteasern wollte, ich habe einen Arsch voll Skins für euch. Es gibt eine Menge Skins, die ich euch aus den verschiedenen Events zeigen will. Ich kann euch aber im Detail nicht sagen, aus welchem Event jetzt in aktuell Season 8 das noch kommt, welcher Skin dazu in welchem Event gehört. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir fangen jetzt aber, jetzt muss ich nochmal in den Arena-Modus gehen. Das hat nämlich einen bestimmten Grund, weil es gibt eine neue Stelle an dem Arena-Modus. Wir haben so eine kleine Plattform mit so einer Schaltfläche, was mit dem Arena-Modus zu tun hat. Bevor ich hier durcheinander komme, wie gesagt, Shrugtoll hat es gepostet. Arena-Modus mit einer Ranked-Variante und das ist der absolute Brüller. Er hat eigentlich jetzt schon mehr Sachen, die er teasern könnte, spart sich das aber wahrscheinlich eher aus Sicherheitsgründen, aber er verspricht, dass wir ein Auge offen halten sollten Mitte April, was ich sehr, sehr interessant finde.
Weiter geht's im Text. Wir haben hier, und das sind die verschiedenen Teaser, die an verschiedenen Tagen ab April wohl scheinbar auf den Arena-Modus hinweisen. Und wenn ihr ganz, ganz unten lest, steht da, Arena ist incoming. Und jetzt schaut euch mal relativ mittig an. Da steht Enter Passcode at the Firing Range alone. Wir werden irgendwann irgendwas auf irgendeiner Map machen müssen. Was genau, kann ich euch noch nicht sagen. Und dort müssen wir dann, wenn wir diesen Passcode oder die Passkarte haben, auf die Trainings-Area gehen. Und wie ihr vielleicht schon hier seht, ist dort etwas Neues. Eine Plattform, wo normalerweise ein Flugschiff drauf steht. Und meine Vermutung, bevor ich auch den Post heute erst entdeckt hatte von Bias12, der vermutet nämlich dasselbe wie ich. Wir haben hier eine Plattform, hier können wir mit dieser Codekarte diese ganze Geschichte aktivieren. Und meine Vermutung war, ein Landeschiff wird hier landen und wird uns wahrscheinlich in die Arena bringen. Und jetzt kommen wir zu folgenden Posts, die das bekräftigen. Dazu müsste ich erstmal diesen nehmen. Der schreibt nämlich hier auch nochmal die ganzen Teaser, die auch Structor gepostet hat. Und schreibt auch, es scheint so zu sein, dass ein Dropship kommt und uns entweder zur Arena teleportiert oder fliegt, was sehr interessant ist. Und es wird gleich noch, das Bild zeige ich euch auch, ein riesen XXL Ash Hologramm geben. Es gibt eine Badge von Ash in Verbindung mit dem Arena-Modus, ob das alles in Season 8 kommt mit der Badge. Und das ist nämlich alles, es gibt jetzt so viel von Ash zu hören, deswegen denke ich tatsächlich, es ist die neue Legende. Wenn wir nämlich dieses Bild, Moment, jetzt muss ich mal gucken, zack, kann ich das nämlich noch ein bisschen höher fahren. Und dort gibt es einen weiteren Banner, der in Verbindung mit dem Arena-Modus steht. Und der nennt sich, der hat was mit dem Thunderdome zu tun, die Donnerkuppel. Man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich der erste Arena-Modus, vielleicht können wir in Season 8 sogar den Arena-Modus schon zocken, dass das die Donnerkuppel auf dem Kings Canyon sein wird. Und dieser Hintergrund, dieses Hintergrundbild, dieses Predator-Logo steht in Verbindung mit Blisk. Es nennt sich Thunderdome Blisk Flex Screen. Schweres Wort. Also entweder wird Blisk oder Ash die neue Legende. Meine Vermutung, ich denke eher an Ash. Denn wir haben noch ein paar mehr Sachen. Moment, Arena-Teaser habe ich euch gezeigt. Geht irgendwann ab April los. Kleinere Teaser, wie die aussehen, werdet ihr bald erfahren. Diese Banner hier haben auch eine Verbindung mit dem Arena-Modus in Verbindung mit Blisk. Hier kann ich euch aber leider nicht mehr zu sagen. Das soll das offizielle Arena-Logo sein. Finde ich sehr interessant, habe ich auch gerade erst entdeckt. Dann haben wir diesen Post, den habe ich euch gerade gezeigt. Jetzt kommt der absolute Hammer. Ach nee, das ist es noch nicht. Das ist oben rechts, ist das hoffentlich groß genug. Ich kann es ja mal noch ein bisschen größer machen. Das funktioniert jetzt wieder hier super, nämlich gar nicht. Zack, das ist die Ash-Badge. Es ist definitiv Ash, das soll schon sicher sein. Wie gesagt, bleibt bis zum Schluss dran. Sorry, Wortfasching, es ist kurz vor 23 Uhr, langer Tag, Wortfasching ohne Ende. Ich habe noch Voicelines, wo sich Ash zu Wort meldet in Verbindung mit dem Arena-Modus. Ist sehr interessant. Und jetzt wird etwas kommen. Es könnte auch sein, dass es in dieser Arena erscheint, also im Trainingsgelände mit dem Passcode in Verbindung. Ein riesen Ash-Hologramm. Und ihr seht ganz rechts unten was Caustic oder Gibraltar. Einfach mal als Größenvergleich. Es ist Caustic. Genau, dieses Riesen-Hologramm wird erscheinen von Ash. Wann, wo, in welcher Form? Kann ich euch aktuell noch nicht sagen, deswegen sagt Schraktor auch Mitte Mai, bleibt dran, haltet die Augen offen, es wird interessant und ich habe mega Bock auf den Arena-Modus und es scheint so zu sein, dass es auf jeden Fall ein 3 vs 3 sein wird. Offiziell Season 9, vielleicht kriegen wir aber in irgendeinem dieser vier Events, von dem ich gleich spreche, aber schon Vorgeschmack für die Arena, sprich Donnerkuppel. Das würde ich auf jeden Fall mega feiern. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also vergesst einfach nicht, Daumen da lassen, abonnieren, nicht vergessen. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden auf meinem Kanal. Jetzt gibt es für den Patch 8.1, tatsächlich war das Update von dem Caustic Event gestern noch nicht 8.1. Das bedeutet, wir werden noch ordentlich was an Patch Notes oben drauf kriegen, wenn der Patch zum Split 2 kommt. Dieses teasert aber einfach nur eine Menge verschiedener Bündel an, die wir kaufen können. Alles, was irgendwelche Skins betrifft, ist jetzt nichts, was der Rede wert ist. Kommen wir zu den Event-Daten.
Und das letzte ist eher uninteressant. Das erste ist das Chaos Theorie Event ist gerade aktiv. Das zweite soll am 27., also sprich an dem Tag, wo das Chaos Theorie Event endet, soll das nächste Event schon starten und es nennt sich Chinatown Market Sale. Und das interessantere Event ist aber das, was am 13.04. startet. Das ist das Wargames Event. Ist wie das Grand Soirée Event in Season 3. Dort hatten wir 2 Wochen lang alle 2 Tage einen neuen Spielmodus, der sehr geil ist. Wie gesagt, ich komme gleich auf die Details zu sprechen. Eine ganze Seite voller Informationen zu den einzelnen Spielmodis, wie sie heißen und so weiter. Das nächste Event startet dann am 16. Am 16.04. Das ist ja dann mittendrin. Das könnte sein, dass das in Verbindung mit einem, mit dem Arena-Modus steht irgendwo. Radicated Story Event und am Ende von April, also oder Ende April bis zum 5.05. Golden Weeks Sale oder Golden Week Sale. Das ist einfach nur wieder. Da werden wahrscheinlich irgendwelche ganz, ganz doll beliebten Skins, wie vor einigen Monaten der Voidwalker Event Skin von Wraith wieder zurückkommen. Da könnt ihr wieder tief in die Tasche greifen und EA schön die Taschen voll ballern. Auf jeden Fall, das interessanteste Event ist das War Games Event. Das wird sehr interessant und da möchte ich euch jetzt sämtliche Einzelheiten zusagen. Wir fangen an. Ich habe hier sämtliche Quellcode-Fetzen von den einzelnen Modis. Mit was fangen wir an? Wir haben jetzt Autobanners. Autobanners soll wie folgt funktionieren. Wir haben automatisch die Banner in der Tasche, wenn einer unserer Teammates drauf geht. Wir können ihn sofort respawnen, denn wir starten die Runde auch sofort im Inventar mit einem mobilen Respawn Beacon. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Also haut auf jeden Fall auch die Kommentarsektion voll, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Armor Regeneration. Welches ist es? Erklärt sich eigentlich von selbst. Hatten wir schon mal so in der Art wie der Flashpoint-Modus, nur dass du auf der gesamten Map das aktiv hast, dass wenn du Schaden nimmst, dein Schild runtergeballert ist und du über einen bestimmten Zeitraum keinen Schaden mehr bekommst, wird sich dein Schild automatisch regenerieren. Ist, denke ich, völlig logisch. Finde ich nicht schlecht. Armed Drop. Moment, Armed Drop. Muss ich suchen auf meiner Liste hier. Startet mit einem Loadout, ähnlich wie beim Holobash Event, ist meine Vermutung. Wir starten mit einem gewissen Loadout. Es könnte sein, dass wir schon eine Waffe haben. Vielleicht ist das so wie beim Holobash Train Event, dass täglich eine andere Legende oder täglich die Legende eine andere Waffe hat. Das ist meine Vermutung. Auf jeden Fall sollen wir mit einem bestimmten Loadout starten und auch im Inventar schon bestimmte Sachen haben. Was da aber genau, werden wir sehen. Das klingt auf jeden Fall von allen bis jetzt am interessantesten. Killing Time. Ich habe keine Ahnung, wie ich das vernünftig interpretieren soll, wenn ich mich nicht irre. Rundenzeit wird gelöscht, wenn eine Legende eliminiert wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich das interpretieren soll. Das heißt, die Rundenzeit startet und sobald die erste Legende, egal von welchem Team, drauf geht, ist die Rundenzeit auf einmal vorbei und die Zone schließt sofort, ist meine Vermutung. Mehr kann ich mir darunter nicht vorstellen. Und ganz unten im letzten Satz steht Mass Elimination Ring Time Short Ended. Das ist wirklich ein Modus, zu dem ich euch kaum sagen kann, was das genau bedeuten soll. Als nächstes haben wir den Flare-Up. Flare-Up übersetzt, was habe ich hier geschrieben? Ähnlich wie das aktuelle Event. Es werden random auf der Karte irgendwo diese Fackelzonen droppen. Mehr kann ich da nicht rein interpretieren. Ist ebenfalls nicht so spannend. Achso, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das aktuelle Event findet. Ich habe es jetzt dann ein paar Mal testen können. Die meisten von euch waren wahrscheinlich live. Nicht die meisten, aber einige von euch waren heute Morgen live auf Twitch dabei. Ich finde das Event jetzt überhaupt nicht so spannend. Der neue Spot von Caustic ist zwar sehr geil und das war es dann aber auch schon. Ultra Zones, das ist glaube ich der interessanteste Modus von allen. Wie soll der funktionieren? Moment, wo habe ich es aufgeschrieben? Ultra Zones. Wir werden auf der Karte, ich denke mal, es wird eine ganz normale Kartenrotation geben und egal auf welcher Map, wir werden mehrere Hotzones haben. Kennt ihr ja die Hotzone, die schon im Landeschiff blau markiert ist. Seht ihr, da liegt immer der ultra geilste Loot. Es wird im Hotzone-Modus mehrere Hotzones geben. Die Besonderheit noch obendrauf, dass die Hotzones mit einem, Moment, wie nennt sich, mit einem Flashpoint umhüllt sind. Wie aus dem Flashpoint-Modus. Wahrscheinlich wieder so eine Kuppel und wenn wir dort landen, ähnlich wie bei dem
Armor Regeneration Modus, dass wenn wir Schaden nehmen und eine Weile keinen Schaden mehr hinzugefügt bekommen, dass unsere Schilder wieder automatisch aufladen. Halt die Fresse, wir sind schon bei 14 Minuten. Wie gesagt, sorry, das Video wird ellenlang, weil es echt viel zu erzählen gibt. Dann haben wir noch den Second Chance Modus. Ganz einfach, wir starten eine Runde. Gehen wir drauf, spawnen wir genau dort, wo wir auch gestorben sind, einmal pro Match. Nicht pro Runde, sondern wirklich pro Match. Mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Was habe ich als nächstes? Die KSMG. Ganz interessante Geschichte. Moment, ich muss mir eine fette Notiz machen. Ich habe noch... Ich ziehe erstmal durch, weil ich habe noch einen Leak für eine andere Waffe gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier mit reingeballert habe. Wir werden es zum Schluss sehen. Wenn nicht, reiche ich das nach. Die KSMG. Vor ein paar Wochen erst hat sich Respawn gegen die KSMG ausgesprochen. Die KSMG ist in den Gamefiles seit Apex Legends vor 2 Jahren released wurde. Die KSMG, wer sie nicht kennt, ist aus dem Titanfall-Universum. Und vor ein paar Wochen hat sich Respawn gegen diese Waffe ausgesprochen. Obwohl es Gamefiles und sogar Soundfiles gibt, wie die Legenden die KSMG pingen. Achtung KSMG, jede einzelne Legende hatte schon die Soundfiles. Und jetzt sind wieder neue Files zur KSMG aufgeploppt. Mal gucken, ob sie kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Als nächstes, jetzt haben wir hier die ein oder anderen Gun Charms. Auch die Charms für Season 8 Ranked, die wir dann in Season 9 bekommen. Noch viele, viele andere Skins aus den verschiedenen Events, die uns diese Season noch erwarten. Und noch einiges mehr. Bleibt wirklich dran. Ich habe noch mehr Informationen, die kommen dann ganz zum Schluss. Erster Gunscharm, ein Sturzhelm würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben ein Revenant-Skin. Das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, damit es nicht ewig in die Länge gezogen wird. Ein Gunscharm, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Es sieht aus wie so eine Wurst mit Bart und einer Apex-Mütze. Dann haben wir, das ist schon, das zeige ich ganz zum Schluss nochmal in größer, das ist nämlich schon vom Mirage Edition oder von der Mirage Edition der Skin, den finde ich ultra ultra nice. Wer nicht weiß, was die einzelnen Editionen sind, in jeder Edition, es gab eine Lifeline, Bloodhound, Octane Edition, eine Gibi Edition, gab es jetzt erst vor kurzem. Dann haben wir, das ist der Master, das ist jetzt nicht ganz die richtige Reihenfolge, weil ich das Video heute Morgen schon machen wollte, habe ich aber leider nicht mehr geschafft. Das ist der Master-Anhänger, wenn wir Rangmaster erreicht haben, für Season 9 dann haben wir einen mega edlen Mirage-Skin, der eigentlich nur deswegen so richtig geil aussieht, weil er diese Face-Mask im Gesicht hat. Dann haben wir einen Raid-Skin. Ihr seht, das ist hauptsächlich fast alles von Structor gepostet, wenn nicht sogar alles von Structor. Ein sehr beliebtes Recolor von diesem Lifeline-Skin. Dann haben wir noch einen Octane Skin, einen Bloodhound Skin, wir haben noch einen, oh ja, auch ein beliebtes oder ein beliebter Skin aus dem, oh Gott, welches Event war das? In Season 2 war es, glaube ich. Ich weiß gar nicht jetzt, wie das Event heißt, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ein Recolor auf jeden Fall von diesem beliebten Wraith Skin. Dann haben wir noch einen, ich glaube, das ist ein Recolor von einem ganz normalen Standard Skin von Bloodhound. Dann haben wir noch einen Gibby Skin. Wir haben noch einen Bloodhound Skin. Dann haben wir einen richtig edlen 3030 Repeater Skin und noch einen Rampart Skin. Jetzt kommen die restlichen Charms. Stufe Gold. Dann haben wir Stufe Platin. Stufe Diamant sieht edel aus. Und Stufe Predator natürlich wieder ultra, ultra nice. So, was haben wir zu Gibraltar zu sagen? Gibraltar. Geiles Gimmick, wie ich finde. Ich verstehe, warum das nicht von Anfang an schon der Fall war. Wenn ihr das Waffenschild von Gibraltar hittet, wird es ab sofort den Damage Tracker füllen. Das heißt, wenn ihr das Waffenschild mit den 50 HP runtergeballert habt, habt ihr die 50 HP auf eurem Damage Tracker und levelt gleichzeitig auch euer Gunschild. Ganz einfach. Ich komme gleich noch zu dem versteckten Caustic und Bangalore. Nerf, ganz, ganz freche Geschichte, wurde überhaupt nicht erwähnt. Das ist die Mirage Edition hier nochmal offiziell. Wird wahrscheinlich wieder 20 Euro kosten. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Wir haben noch einen Volt SMG Skin dazu. Dann gibt es wieder 2000 Apex Coins und einen Waffencharm Cowboy Stiefel. Sieht sehr futuristisch aus. Finde ich ultra geil. Bevor ich jetzt die Voice Lines von Ash in Verbindung mit dem Arena Modus
zeige. Das geht ungefähr eine Minute, das zeige ich euch jetzt gleich ganz zum Schluss. Muss ich kurz durchgehen, ob ich wirklich alles erzählt habe. Apropos, habe ich euch erzählt, wie die einzelnen Events eigentlich heißen? Oh Gott, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube schon. Chinatown Event. Achso, doch, ich habe es erwähnt. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander. Es sind echt verdammt viele Informationen. Versteckter Nerf, Caustic und Bangalore. Es soll wohl so sein, dass der Smoke von dem Gas und von Bangalore, der Rauch, die Partikel sollen reduziert worden sein. Bedeutet nichts anderes, dass die Sicht durch die Gas- und durch die Rauchwolken einfacher sind und wir die Gegner schneller oder besser oder die Orientierung einfach durch das Gas oder durch den Rauch besser ist. Mehr gab es dazu gar nicht zu sagen. Ist interessant, stand wie gesagt nicht in den Patch Notes. Mirage Edition, neue Waffe, Legende und Voice Lines. Ich wusste es, ich habe vergessen, dieses Bild hier reinzuziehen. Moment, sollte recht flott gehen, da haben wir es schon. Und zwar ist das drittletzte, nein, das vorletzte, Dragon LMG. Gibt Aufschluss, Hailstorm kann ich euch nicht sagen, aber Dragon LMG hat Bias 12 heute, gerade vor einer Stunde oder so erst gepostet. Dragon LMG könnte sein, neue Waffe, neue Waffengattung, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es ja der Bogen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Über den Bogen habe ich auch schon mehrfach berichtet. Ground Emotes, siehst du, das ist das letzte, was ich euch noch sagen wollte, bevor ich die Voice Lines abspiele. Und zwar Ground Emotes. Ich habe jetzt nichts dazu vorbereitet, weil es eine Menge ist. Es gibt auch Voice Lines zu den Ground Emotes, die gehen über 5 Minuten. Muss ich euch nicht zeigen. Ich gehe davon aus, dass die Ground Emotes, so wie bei Fortnite oder wie bei Destiny, diese Tänze sind, die einzelne Legenden machen können. Das kann ich euch nicht hundertprozentig sagen. Ich habe einfach nur das Wort Ground Emotes gelesen mit einer Liste. Jede einzelne Legende hat eine ewig lange Liste an Ground Emotes gefühlt. Ich gehe davon aus, dass es Tänze sind, weil die Ground Emotes halt Voicelines haben oder Sounds. Nicht direkte Voicelines, einfach Sounds. Ich habe mir gespart, das hier jetzt mit ins Video zu packen, weil wir sind jetzt schon bei 21 Minuten. Ich spiele euch jetzt, Moment, habe ich das noch gezeigt, das war das. Ich spiele euch jetzt mal die Voicelines von Ashe ab in Verbindung mit dem Arena-Modus. Und wer jetzt noch dran zweifelt, dass Ashe die nächste Legende wird, dann weiß ich es auch nicht. Wir werden es sehen. Noch gibt es keine anderen Vermutungen darüber. Achtung, es geht los. Do you think you have what it takes to impress me? Deary. Do you think you have what it takes to impress me? Legend. We'll find out soon. The arena awaits. If fame and fortune is all you seek, Legend, your path ends here. But a new challenge awaits those who wish to prove their worth in the arena. So, Ladies and Gentlemen, das war mein XXL Season 8, Season 9 League News Update. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Dem Video einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und wie gesagt, es sind in letzter Zeit, in den letzten Wochen so viele neue Zuschauer dazu gekommen. Sieht man auch an den Klickzahlen teilweise sehr, sehr gut. Und wir sind jetzt bei leider über 50% der aktuellen Nutzer, die noch kein Abo rausgehauen haben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr meinen Kanal völlig kostenlos mit einem Abo unterstützt und ihr werdet immer aktuell auf dem Laufenden gehalten. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.